Thank you.
Zu stark eingeschätzt und froh über den Sieg, den ihr eingefahren habt, und was war dann so die Vorbereitung für das Spiel? Ganz normal, wir haben praktisch zwei Wochen kein Spiel gehabt, dann muss ich sagen, die Jungs, die waren ziemlich fit, die haben uns gefreut auf das Spiel und die haben gute Leistung. War das ja schon fast eine leere Phrase, wie man so im Vorfeld die ganzen Spielereien, die da gelaufen sind, von eurer Seite, von unserer Seite her, dass ihr nicht im Rhythmus seid, weil ziemlich frisch war der ja auf jeden Fall, ne? Hat er schon auf uns geschaut, ne? Ja, das war schon teilweise sehr, sehr zügig, ja. Dass es so eng geworden ist, ist schon erwartet im Vorfeld? Ja, ich erwartet, also ich muss sagen, dass das Spiel aus beiden Seiten war sehr gut, sehr schnell. Dass wir Landesliga-Niveau sehr hoch, aber aus beiden Seiten. Wie fanden Sie denn die Schiedsrichterleistung? Ein ehrliches Wort. Sehr viele Zeitstrafen, sehr viele, ich würde auch mal sagen, Nicklichkeiten. Würden Sie das so bestätigen oder würden Sie sagen, es war ganz anders? Also ich will nicht viel sagen, also wenn die immer so pfeifen wie heute, dann bin ich zufrieden. Okay, danke erstmal. Morgen das Spiel gegen Amberg. Das denke ich, wird eine ganz andere Hausnummer werden nach so einem harten Spiel. Wie sind da jetzt die Vorbereitungen vorgesehen bei euch? Ja, das wird erwarten. Also ich kenne die Mannschaft nicht überhaupt nicht in der Bundesliga. Ein paar Spiele, vor allem was ich lese, was ich sehe ab und zu mal, aber was ich erwarten, wer kommt, wie das Spiel abläuft, kann ich nicht sagen. Also ich will wieder spielen. Wie heute mit Einsatz. Und dann bin ich auch wieder funktioniert. Alles klar. Ja, klar, dass wir mit 3 Punkten natürlich zufriedener werden als mit einem, das ist mir schon klar. Alles klar, danke erstmal, Vorteil. Ja, Jeffrey, was ist denn dein Statement für dieses Spiel? Kannst du dich ein bisschen ausführlich beschreiben? Weil als, ich sag jetzt mal, ehemaliger Hassfurter Vertreter und jetzt Schweinfurter Vertreter, denke ich, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Erstmal schönen guten Abend. Ja, zum Spiel. Ich denke, wir haben sehr gut angefangen. Die ersten 10 Minuten haben viel Druck auf das Hassfurter Tor gebracht. Irgendwann haben dann die Hassfurter eine riesen Chance in der 10. Minute
gehabt. Da haben wir, glaube ich, realisiert, dass wir auch schlagbar sind und wurden von dem Zeitpunkt ab ziemlich nervös. Von da an war das Spiel eigentlich von uns eher zerfahren. Wir waren so weit weg von unserem Gegner und ja, so kam es dann auch im zweiten Drittel zu den zwei Gegentoren. Haben uns wieder zurückgekämpft, konnten noch das... Leute, hallo, da hinten, bitte ein bisschen mehr Ruhe, das ist eine Pressekonferenz und da möchten gerne auch die Leute in der hinteren Reihe was hören. Danke. Also, konnten das 2-1 erzielen, irgendwann zu uns letzte Drittel, haben im letzten Drittel versucht Druck aufzubauen, haben auch Druck aufgebaut, haben viele Schüsse aufs Tor gehabt. Letztendlich konnten wir nur den Ausgleich erzielen und ja, gutes Penaltyschießen hat halt dann unser Kollege Franjek dann halt letztendlich für die Hasforder dann entschieden. Cemfi, ich muss die Frage stellen, auch wenn es mir jetzt wirklich mir persönlich leid tut, aber die Stimmen werden nicht ruhiger werden im Hintergrund. Ist was für Dezember geplant? Bitte ehrlich aussagen. Auf geht's! Mehrfach bitte! Auf. Ja, also ich sehe da ja immer noch keinen Grund zur Panik. Auch wenn man... ich habe nach wie vor großes Vertrauen in unsere Mannschaft. Wir haben in den ersten 4 Spielen 4 Siegen, haben hier einige Favoriten geschlagen. Dass es heute nicht geklappt hat, lag meines Erachtens am Schlussglück und an starken Van Hildenbrand. Wir sind aber trotzdem in Kontakt mit mehreren Spielern. Aber wir müssen erst mal hier schauen, warum wir hier sind. Wir spielen hier Landesliga. Warum spielen wir Landesliga? Hey, 500 Zuschauer, Mann! Ja und? Ja und, was ja und? 8000 Euro! Hör auf, ey! In der Oberliga sind nur 600 Zuschauer! Ja, wir müssen doch erstmal unsere Schulden bezahlen, Freunde! Ach, deine Schulden kannst du nicht immer noch bezahlen! Ja. Ja. Also wie gesagt, wir sind in Kontakt mit Spielern, aber wir werden natürlich keine HG-Kurs hier verfolgen. Alles klar, danke. Nächstes Jahr auch dann natürlich der Ausflug auf Amberg. Ich hoffe, dass auch wieder ein paar mehr Zuschauer da sind. Und ich würde sagen, also können wir jetzt mal hier mit. Danke.